So, einen wunderschönen guten Morgen. Lasst uns heute ein Leader-Call durchführen mit wichtigsten Informationen. Noch eine Minute und dann starten wir pünktlich. Wir werden jetzt nicht auf niemanden warten. Wir starten einfach. Die Aufnahme wird es auch geben. Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs, deswegen ein bisschen Hall. Also ich weiß nicht, hört man ein bisschen Hall oder nicht? Halt es ein bisschen oder passt schon? So, aus Niedersachsen. Okay. Mallorca. Passt super. Okay, dann lasst uns einfach starten. Ja, zuerst natürlich herzlich willkommen zum Webinar. Es geht heute um ein richtig cooles Thema. Und zwar, wir bewegen uns in eine spannende Richtung von Web3, Blockchain, DeFi und Games. Und wir wollen in dieser Richtung uns jetzt richtig ausbreiten, entfalten, weil ihr wisst ja, wir haben ja sehr viel und sehr ausgiebige Erfahrung schon gemacht in der Fiat-Welt. Wir haben mit Vouchern was zu tun gehabt, wir haben mit reellen Produkten zu tun gehabt und natürlich mit Fiat-Welt und so weiter, mit Produkt und Fiat-Welt. Wir haben gesehen, es wird in der Zukunft immer schwieriger damit. Und im digitalen Bereich wird es umso einfacher. Deswegen gehen wir in die Web3-Blockchain-Lösung mit DeFi und mit Spielen und digitalen Produkten. Wir sind immer noch treu der Blockchain. Wir glauben immer noch, dass die Blockchain die mega krasseste Chance überhaupt ist nach Internet. Und wobei wir ja auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass auch die Großen die Blockchain-Technologie gern ausprobieren und auch für ihre internen Business-Zwecke nutzen. Aber das wollte ich eigentlich auf diesem Slide weniger verdeutlichen. Vielmehr möchte ich hier mitteilen, dass eine große Ansage wurde gerade gemacht, dass bis zum 2025 in den Kryptomarkt mehr als 1 Milliarde frische Nutzer kommen wird. Und ja, diese Challenge, diese Herausforderung haben jetzt besonders die Web3-Spiele gestartet. Die haben schon einige Spiele auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel Notcoin, hat 35 Millionen Nutzer in weniger als 6 Monaten aufgebaut. Der TabSwap läuft immer noch und hat jetzt mehr als 40 Millionen Nutzer. Der Hamster Combat hat sich zur wahren Legende entwickelt, wobei das sind einfache Spielchen, ja, auf Telegram-Basis, auf Telegram-Bot, haben aber trotzdem mehr als 200 Millionen Nutzer aufgebaut. Das ist natürlich der Wahnsinn, ja, also das ist der absolute blanke Wahnsinn. Und die Ideologie dahinter ist ziemlich einfach. Die nutzen ausprobierte und gestandene Prozeduren bereits, ja, beziehungsweise Strategie. Die geben den Menschen einfach ein Tool, wo sie einfach klicken können und wo sie mit Mining passives Einkommen im Spiel mit Spielgeld generieren können. Und dann wandeln sie dieses Spielgeld in echte Tokens um, die auf der Blockchain basieren und lassen diese Tokens auf der Börse listen und ja, darauf fährt die Community maximal ab. Alle denken, jetzt wird eine große Explosion geben und natürlich die Spiele, die jetzt schon gestartet sind, haben natürlich Milliarden Umsätze bereits und natürlich mega, mega Ergebnisse gezeigt. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Wir wollen dieser Challenge auch beitreten. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen mit Battle Bulls, ja, also die kämpfende Bullen sozusagen. Ja, ihr wisst ja, der Bulle ist ja Symbol für Wachstum, für Erfolg, für Bullrun auf der Kryptobranche, einfach für, ja, Selbstverwirklichung und eigentlich für etwas Positives, was nach oben geht, was wächst und ja, Richtung Erfolg bewegt. Ja, Wall Street und so weiter ist ja alles ein Zeichen. Dafür ist er so eine riesige Bulle. Und wir gehen auch in die Richtung und mit der kostenfreien mobilen
App, ja, also es ist eine Spiele-App, Play to Earn, ja, Spiele, um zu verdienen, können die Founder einer Blockchain, ja, da können die, das ist eine Simulation, wo die Menschen selbst zum Founder einer eigenen Blockchain werden und in dem Spiel durch passives Einkommen, durch Mining, durch Klicken, durch Battles, ja, durch Kämpfe, durch Wettbewerbe, einfach im Spiel bestimmte Ressourcen sich generieren, diese dann in richtige Token umwandeln und durch Listing auf den Börsen zu richtig coolen Vorteilen kommen. Wir haben uns den Markt so richtig angesehen. Ja? Der Markt ist riesengroß. Pro Jahr wird, also in 2023, wurden über 250 Milliarden Dollar dort umgesetzt mit 1,7 Milliarden Mobile-Spieler, ja? Also Online- und Mobile-Gamer. Ist der Markt riesengroß und wächst noch jährlich um mehr als 15%. Das ist der blanke Wahnsinn. Wir sind sehr erfahren in der Industrie von Krypto und Blockchain. Wir wissen, welche Herausforderungen die Web3-Industrie erwartet. Und wir wollen unbedingt unseren Beitrag dazu leisten. Wir wollen natürlich das Fenster von den Möglichkeiten maximal nutzen, damit wir auch in diesen Wachstum reinspringen können, ja, in diesen bereits abgefahrenen Zug so richtig reinstürmen und mitfahren, damit wir auch diese große Community bei uns massiv abholen können. Die Herausforderung ist, wie bei allen anderen, einfaches Onboarding von den Nutzern, einfach auch die Möglichkeit schaffen, neue Nutzer gekonnt einzuladen und heranzuziehen und natürlich eine stabile Verbindung herzustellen zwischen Blockchain-Welt und Spielewelt. Und ich denke, unsere Erfahrung ist da die langjährigste von den meisten Projekten auf dem Markt. Deswegen denke ich, werden wir da sehr, sehr nützlich sein bei dieser Herausforderung und wir werden einen riesigen Teil für diese Milliarden Nutzer definitiv mit diesem Produkt beitragen. Das Spiel ist ziemlich einfach. Man muss eigentlich auf den Screen klicken. Man muss die im Spiel spielinterne Tokens, Coins zusammensammeln und natürlich Freunde einladen, Community einladen, Battles gewinnen. Ja, also Wettbewerbe gewinnen und zu einem richtigen Blockchain-Magnat werden, ja, zu einem richtigen Blockchain-Titanen werden im Spiel und dann hoffentlich auch außerhalb des Spiels auch den gleichen Erfolg mitzunehmen. So, im Spiel sind solche Methoden realisiert wie aktives Klicken. Das bedeutet, wenn einem die Ressourcen ausgehen, man kann es umsonst auf jeden Fall sich noch dazu klicken. Und da sind etliche Tools dazu, damit die spielinternen Ressourcen vergrößert werden und so weiter. Es gibt natürlich auch ein passives Mining. Ja, wohin ohne Mining? Wir sind ja auch im Blockchain-Business drin. Das heißt, die Menschen können sich passives Mining aufmachen und sie können mit dem passiven Mining dafür sorgen, dass sie stündliches Einkommen im Spiel generieren und auch dieses stündliches Einkommen wird sehr, sehr wichtig sein in dem Spiel. Hier für uns natürlich, es ist absolut nützliches Tool, weil schaut mal, ein passives Einkommen im Spiel wird durch Offenlegung der Karten, speziellen Karten, Ausbildungskarten gemacht. Und ihr seht ja zum Beispiel, es findet ja auch eine marktspezifische Ausbildung statt, indem man den Menschen erklärt, hey, was ist ein Bitcoin? Was ist Smart Wallet? Was ist ein Bitcoin Paar? Oder was ist ein Split? Oder, ihr seht, man kann hier wirklich viel der Community beibringen und mit dem Spiel werden wir Millionen, vielleicht sogar Hunderte von Millionen Menschen in unsere Technologie ausbilden, in unsere Technologie auch nahebringen
und damit sie auch in der Blockchain-Industrie sich richtig zurechtfinden und ganz genau wissen, wie sie damit profitieren und wie sie damit ja, ihre finanzielle Ausbildung gestalten können. Weil heutzutage Kryptobereich ist beinahe der einzige Bereich, wo man noch richtig Geld verdienen kann. Alle anderen Bereiche sind ja ziemlich geschwächelt durch die Weltpolitik, durch die Weltökonomie. So, dann gibt es natürlich die Wettbewerbe, das sind ja wahre Arenas, aber da wird nicht irgendwie bis aufs Blut gekämpft oder so. Nein, um Gottes Willen, alles friedlich und sehr zivilisiert. Man kann diese Wettbewerbe, diese Kämpfe an die Schiffe versenken, ja, plus minus nahelegen, wo man wirklich Schritt für Schritt, Step by Step, gegeneinander vorgeht, einander angreift. Der eine greift, weiß ich nicht, den Kopf an, dann den Brustkorb und der Gegenüber verteidigt aber irgendwie Arme und Beine. Ja, alles ist daneben. Der jetzt sich geirrt hat, bekommt Schadenpunkte und wer mehr Schaden abbekommen hat, der verliert. Man kann natürlich hier nicht wirklich verlieren. Das Spiel ist absolut umsonst, absolut frei, kostenfrei. Da wird nichts verlangt, absolut nichts. Umgekehrt, man kann hier nur gewinnen, indem man sich dieses Imperium aufbaut, dieses Imperium, diese Assets dann in richtige Token umwandelt und damit auf der Börse oder durch die Technologie oder durch das Ökosystem weitere Vorteile zusichern kann. Ja, die Ideologie ist die gleiche. Die Menschen fangen an mit dem Klicken, dann beginnen sie für sich ein passives Mining zu erschürfen und zu erschließen und dann mit Wettbewerben und Spielen gegen andere Nutzer können sie ihren Mining, ja, ihren passiven Einkommen so richtig deutlich vergrößern, da können sie da richtig, richtig davon profitieren. Wir sind da ein bisschen anders als andere Spiele. Andere Spiele machen es so, dass sie zuerst das Spiel starten, dann 3, 4, 5, 6 Monate die Nutzer in dem Spiel verweilen lassen und erst dann die Token Airdrop, ja, sogenannte Ausschüttung der Tokens durchführen und anschließend den Listing-Prozess durchführen. Wir wollen hier einen anderen Weg gehen. Das hat etwas auch mit unserer Technologie zu tun, dass wir am 1.7., ab 1. Juli, das ist bereits morgen, die Pre-Launch-Phase, die Vorstart-Phase starten, wo einfach jetzt das primäre Ziel ist, so eine Grund-Community aufzubauen. Da wird auch ein riesengroßes, ein richtig cooles Bonus-Code, ja, so Promo-Code gegeben, wo man wirklich in dem Spiel bis zu 5 Millionen Euro bekommen kann, damit man sich so einen riesigen Start, also richtig mächtigen Start ermöglichen kann. Ja, einfach auf die Nachrichten morgen achten und auf keinen Fall diesen Promocode verpassen, weil der gilt nur eine Woche. Ja, eine Woche und dann hat man diesen Vorteil nicht mehr. Deswegen unbedingt mitmachen. Natürlich, man kann auch den Code mit seinen Freunden teilen, dann profitiert ihr beide, nicht nur ihr, sondern jeder, den ihr einladet, weil alles ist umsonst. Nochmal, hier gibt es kein Risiko, hier gibt es keine Gefahr, hier gibt es absolut nichts, hier gibt es nur was zum Gewinnen, weil, und zwar oder zum Verdienen, weil einfach kein Kosteneinsatz da ist. Ja, das Spiel ist komplett kostenfrei, umsonst. Da wird nichts verlangt für gar nichts. Ja, gibt es auch keine versteckten Unterwassersteine oder so. Ja, das bedeutet, die Pre-Launch-Phase startet ab 1. Juli. Warum machen wir den Promocode? Weil das Spiel noch nicht im vollen Umfang startet. Wir müssen die Module eins nach dem anderen hochfahren. Und deswegen belohnen wir auch die Community mit dem Willkommensgeschenk und mit dem Bonuscode. Ja, danach wird es kein Code mehr geben. Ja, hier, also nicht für diesen Umfang. Und ganz wichtig ist,
dass man die Grund-Community jetzt aufbaut und bis zum 1. August einfach zuschaut, wie die Module eins nach dem anderen geschaltet werden. Wir haben uns für so einen langsamen Start entschieden, damit die Community die Zeit hat, reinzukommen, auch alle Funktionalitäten durchzutesten, damit wir auch die Möglichkeit haben, dass das Spiel und die Software komplett durchzuspielen, durchzutesten und bugfrei zu gestalten. Und am 1. August startet das volle Spiel und das Airdrop von Tokens startet auch mit gleich. Das heißt, das ist der riesige Unterschied. Das heißt, während ihr spielt, das, was ihr verdienen könnt, sofort in den Token umtauschen und sofort auf eure Wallet auszahlen lassen. Ja, der Token ist noch nicht gelistet, aber auch ein nicht gelisteter Token hat viele Vorteile in unserem System. Zuerst natürlich zu dem Token selbst. 10 Millionen Stück wird es nur geben. Hier eine große Ausnahme zu allen anderen Spiels, wie zum Beispiel Hamster Combat mit 200 Millionen. Sie spendieren für den Airdrop nur 1% ihrer Tokens. Ja, also die 99% werden dann wahrscheinlich bei der Firma verbleiben oder sonst wo, haben sie noch nicht angedeutet. Aber in den Airdrop gehen nur 1% der Tokens. Ihr könnt verstehen, das wird dann wirklich mickrig ausfallen für jeden da draußen. Bei Battle Bulls haben wir hier die Distribution, ja, die Verteilung der Tokens zu 100% an die Community. Kein einziger Token verbleibt bei der Company oder bei dem Team. Alles geht an die Community raus. In der Hoffnung, dass wir natürlich so schnell wie möglich 100 Millionen Nutzer aufbauen. Und am 1. November startet der Listing zu dem Listingpreis von 10 Cent. Den bitte sehr gründlich sich merken, weil ihr wisst ja, der Listingpreis spielt eine große, große Rolle. Okay, wenn der Token da ist, was kann man da eigentlich ab dem 1. August damit machen? Zuerst, man kann es bei den Spielen und auch in der Zukunft bei der riesigen Spieleplattform, die wir gerade aufbauen. Wir haben jetzt gerade 3 Spiele da. In den nächsten 12 Monaten werden wir bis zu 100 Spielen definitiv verfügbar haben. Ja, alles auf der Technologie basierend und auf dem Prinzip aufgebaut. So, das ist die erste Funktionalität. Man kann mit dem Token einfach bei weiteren Spielen mitmachen. Die zweite Funktionalität, natürlich Listing-Prozess, ja, der eigentliche Listingsprozess bei vielen Börsen, die hier aufgeführt sind, ja, bis auf die Top-Börse möchten wir kommen. Natürlich wird es wahrscheinlich nicht auf Anhieb klappen, es sei denn, wir haben eine riesige Community aufgebaut und die werden uns mit offenen Armen willkommen heißen. Aber hier, ihr wisst ja, wir haben ja schon eine ausgiebige Listung-Erfahrung mit einigen Börsen. Ich bin mir absolut sicher, wir werden bei einigen hier aus der Liste definitiv und sehr schnell gelistet werden. So, natürlich, wenn der Token gelistet ist, kann man ihn traden, man kann ihn verkaufen, man kann damit zusätzliche Profite fahren, aber dazu mehr, wenn wir gelistet sind. Und Funktionalität Nummer 3, das ist die Funktionalität, die für die gesamte Welt absolut neu ist, aber für uns ist das Gang und Geben ist nichts Neues, ja, auf dieser Welt. Und das ist die Technologie, die wir alle jetzt seit bereits fast einem Jahr nutzen, sehr erfolgreich nutzen. Und ja, Zufriedenheit ist hier absolut gegeben. Das ist unser Splitting. Das ist unsere Splitting-Technologie. Das Geheimnis von dem Spieletoken ist, dass dieser Token nicht nur Utility-Token ist. Das ist auch zu zeitgleich der sogenannte Split-Token. Ja, ihr kennt das, Split-Token ist an den Liquiditätspool geknüpft und man kann jeden Tag aus dem Pool Belohnung in Form von Ultima abholen, einfach wenn man den Token auf der Wallet hält und den Button jeden Tag oder jede Woche, Monat, Quartal oder weiß ich nicht, klickt. Alles wird dann ausgeliefert.
Ja, die Ultimasse, die man rauskommt, die man rausbekommt aus dem Splitting-Verfahren, man kann den Ultima auch traden und auf den Börsen gegen andere Tokens verkaufen. Perfektes Zusammenspiel. Ja, dreifache Ladung sozusagen. Die erste, die Spieleplattform mit viel Utility. Das Wichtigste ist, das ist keine Gambling-Plattform. Man kann dort nicht verlieren, man kann nur gewinnen. Das ist Play-to-Earn-Plattform mit viel Utility für den Token. Weiterhin Listing himself. Der eigentliche Listing am 1. November. Wir sind da ziemlich sicher, dass wir das Datum auch halten können. Und Listingpreis wird sich natürlich von dem Angebot, Nachfrage und dem Umfang der Community abhängen. Und ja, wir erwarten bei 10 Cent Listingpreis auch sehr große Nachfrage und auch sehr große Ergebnisse. Vor allem, das ist ja ein Split-Token. Aus unserer Erfahrung, der günstigste Split-Token hat damals 220 Euro gekostet. Und die aktuellen Split-Tokens, die gestartet werden, die sind bereits weit über 20.000 Euro. Ja? Deswegen denke ich, Listingpreis mit 10 Cent wird richtig cool sein. Und ich bin mir sicher, dass der Preis von dem Token sehr schnell nach oben eilen wird. Ja, die Splitting-Technologie ist in den Token und in das gesamte Ökosystem tief verwurzelt. Ja, ihr wisst ja, man braucht einfach die Tokens auf der Wallet zu halten, einfach draufklicken und man bekommt täglich und lebenslang Belohnungen. Diese hybride Technologie ist einfach einzigartig, eco- und energiefreundlich und natürlich einfach zu benutzen. Und ja, durch fast ein Jahr Erfahrung bereits von Tausenden, aber Tausenden Menschen erfolgreich eingesetzt und benutzt. Ja, die Technologie ist euch sehr bekannt. Einfach Button klicken, aus dem Pool die Ultimas abfragen. Die Ultimas, ja, das ist die nächste dann Frage. Ja, aus unserer Community, ihr kennt ja Ultima-Token alle. Aber die neue Community wird ja fragen, okay, wenn ich den Token liste, perfekt. Ich weiß, was ich damit gewinnen kann. Wenn ich den Token spiele, weiß ich auch ungefähr, woran ich dran bin. Aber wenn ich jetzt Splitting betreibe und irgendwelche Ultimas bekomme, was ist denn das? Und jetzt haben wir alle Daten dazu. Das ist ein Token, was nur 100.000 Tokens in Max Supply hat, 28.000 bereits im Markt ist. Es sind 4,5 Millionen Transaktionen sind bereits gelaufen. Ja, das ist schon ein wahrer Krieger auf dem Markt. Und der Ultima-Preis ist jetzt zwischen 2.000 und 3.000. Dann beziffern wir so mit 2.000 unterwegs. Das ist schon eine Hausnummer. Token ist bereits durch CERTIC zertifiziert und geprüft, auditiert, durch und durch gescannt und auf den mehreren Börsen bereits gelistet und wird auch massiv getradet. Und natürlich bei Registratoren wie CoinMarketCap und CoinGecko ist Ultima auch bestens gelistet und positioniert. Mehr als 30.000 aktive User, 49 Millionen Dollar ist die gesamte Kapitalisierung. Platz 500, ja, 580 leider noch, aber das werden wir bald sehr schnell ändern. Und 2,5 Millionen Euro Tagesumsatz, was beträchtlich bereits ist. Ja, White Papers für den Spieletoken, für den Bull-Token ist am Schreiben. Für Ultima könnt ihr einscannen und euch vergewissern, was da alles ansteht. Natürlich wird White Paper noch angepasst, weil von der Ökonomie, von dem Ökosystem haben wir jetzt uns auf die eigenen Debit- und auf die physischen und virtuellen Debitkarten konzentriert. Ja, wir haben eine eigene Ultima-Card. Wir haben auch ein Marketplace, was mehr als 5 Millionen Produkte in mehr als 220 Länder aus 100 Kategorien versenden kann. Ja, also diese Plattform ist noch im Aufbau, aber wird jetzt massiv bereits getestet. Wir werden das definitiv in der nahen Zukunft starten. Wir sind bei Smart Wallet, einer sehr sicheren Wallet mit vielen Tokens, auch gelistet.
werden die unsere Tokens werden auch durch die einzigartige Schutz, ja, durch ein einzigartiges Defender, also Schutzsystem geschützt. Der Smart Defender ist eine Technologie, die einfach den Private Key beschützt durch jegliche äußere Einwirkungen, so dass wirklich alle Assets absolut sicher sind in eurer Wallet. So, Ultima ist umso cool, weil man die natürlich aus den Spieletoken jetzt durch Splitting bekommen kann, aber auch in Zukunft, ab dem 1. August genau, wird Ultima selbst alle Eigenschaften eines Split-Tokens bekommen und einfach, wenn man Ultima auf der Wallet hält, kann man aus dem Ultima-Pool, was neu aufgesetzt wird, direkt Ultima Rewards, zusätzliche Ultima Rewards auf die Wallet bekommen. Ja, einfach fantastisch. Zusätzlich am 1.8., wenn wir schon über das Datum sprechen, werden zusätzliche 4 Pools gestartet, ja, wo man wirklich viel Ultima als Belohnung bekommen kann und man kann von Ultima richtig, richtig cool profitieren. Wenn man noch bedenkt, dass wir an dem Preiswachstum so richtig jetzt massiv arbeiten, ab dem 1. August sollen die massiven Ergebnisse gesehen werden. Das werde ich heute im Webinar auch erklären. Ihr werdet verstehen, warum Ultima jetzt die nächsten viele Monate auf die krasseste Art und Weise wachsen wird. Ja, also wer da den Wachstum verpasst, ist selber schuld. Und der Grund ist natürlich, dass wir auf Splitting 3.0 umsteigen. Splitting 3.0 hat eine Besonderheit, das startet den Ultima-Token mit allen Funktionalitäten eines Split-Token aus. Das ist der Wahnsinn. Das bedeutet, ab dem 1. August muss man den Ultima nicht mehr für gar nichts ausgeben. Man kann den Ultima einfach in der Wallet einfrieren und dann einfach zusätzliche Belohnungen aus vielen Pools bekommen. Und hier gibt es ja noch durch diese 10-minütige Einfrier-Funktionalität die Möglichkeit, auf das Einfrieren, Einfrieren auch die Belohnungen noch richtig überproportional zu vergrößern. So, jetzt haben wir 2 Module für das Einfrieren der Ultima Tokens und hier ist ganz wichtig. Ja, hier ist ganz wichtig, warum sprechen wir eigentlich über das Einfrieren der Ultima Tokens, wenn sie frei auf der Wallet so rumliegen. Es ist so, wir haben jetzt im System 100.000 Tokens bereits drin. Die sind entweder im Pool gefangen oder sie sind auf den Börsen oder sie sind auf den Wallets von Nutzern und. Die sind im freien Markt. Das heißt, sie haben mit dem Ultima Pool gar nichts zu tun. Sie sind in keiner Verbindung mit dem Ultima Pool bzw. der Berechnung, der Reward-Berechnung, die der Ultima Pool jetzt selbst veranstaltet. Das bedeutet, man muss wirklich manuell in der Wallet, wenn man die Tokens in der Wallet hat, da wird ein spezielles Button sein, auf den Button einfrieren klicken. Man muss die Tokens richtig einfrieren, damit man sie nicht bewegen kann. Und dann werden diese Tokens dem Pool für die Berechnung zugeordnet und dann beginnt derjenige, der die Tokens eingefroren hat, die Ultima Rewards aus dem Ultima Pool zu bekommen. Fantastisch. Ja, und was hat es mit 10 Minuten auf sich? Das bedeutet, man friert die Ultimas in der Wallet ein für eine unbestimmte Zeit, aber wenn man das Button entfrieren geklickt hat, braucht man nur lediglich 10 Minuten und dann kann man über seine Ultimas komplett zu 100% wieder verfügen. Ja, also diese Funktionalität ist einfach fantastisch und einzigartig. So, natürlich, es ist immer die Frage, ja, was gibt es dann noch? Ja, okay, die Funktionalität ist cool, Pool ist cool, aber was kann man noch alles bekommen? Und wir haben noch eine Funktionalität eingearbeitet, das Einfrieren von Ultimas, von Ultima-Token nicht für, ja, oder das Entfrieren nicht nach 10 Minuten, sondern nach einem Jahr.
Ja, das ist extra so gemacht, damit wir das System maximal stabilisieren, damit wir die Verknappung wirklich auf die krassesten Werte bringen und damit wir den Preis auch maximal pushen. Ja, es gibt natürlich Leute, die einfach jetzt flexibel sein wollen, bleiben wollen. Wir werden lediglich ganz normal einfrieren, damit sie alle 10 Minuten entfrieren und aussteigen können. Aber wenn die merken, wie profitabel und wie spendabel der Ultima Pool ist, werden sie das für viele, viele Monate, vielleicht sogar für Jahre in der Wallet einfrieren lassen. Und wenn man das schon für Jahre bereit ist einzufrieren, dann sollte man doch auch gleich alle Bonusse, die damit verbunden sein könnten, mitnehmen. Warum einfach Rewards, irgendwie Belohnungen irgendwie auf der Seite liegen lassen, wenn du sowieso das tust, wofür du diese extra Belohnungen bekommen könntest. Und das ist das Einfrieren für ein Jahr. Man bekommt komplett die gleichen Belohnungen aus Ultima Pool, als ob man für 10 Minuten eingefroren hat. Aber zusätzlich für diese extra Haltezeit bekommt man noch geschenkte Splits aus dem Promotion Pool, Booster Pool und aus dem Spiele Pool bekommt man auch einige richtig coole Vorteile. So, wie kann man sich das so genau vorstellen? Wir haben einen Ultima Pool, beziehungsweise wir werden am 1.8. einen Ultima Pool haben mit vielen Ultimas drin und dieser Pool wird circa 5 Ultima pro Tag auszahlen. Sogar bei dem Preis von 2000, was wir jetzt haben, wenn nur 100 Ultimas wenn nur 100 Ultimas dem Pool zugute eingefroren werden, dann hat man hier eine Wahnsinns Profitabilität von dem ganzen Verfahren. Wenn man aber jetzt wirklich nicht von 2000 ausgeht, sondern Richtung 20.000 Wachstum mitnimmt, dann hat man hier Zahlen, ja, wo man auch die 4 Nullen sehen kann, mit einer Komma dazwischen, ja, also Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass der heutige Preis, ja, der 2000, der beste Preis ever ist, um dieses Splitting 3.0 und um diese Technologie zu starten. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 20.000 hätten, ja, dann würden wir den Wachstum auf 200.000 brauchen. Das ist schon kompliziert, aber von 2 auf 20 zu wachsen, das ist ziemlich einfach. Wir haben das schon mal gemacht, das werden wir wieder machen. Ja, unser Kryptowinter ist ja vorbei und deswegen geht es jetzt richtig, richtig nach oben. So, wenn im System 1000 Ultimas eingefroren sind, ist hier die Pool, der Genuss, ja, der wahre Genuss von dem Pool ist auch ziemlich cool. Ja, viele Nullen, Profitabilität ist auch ziemlich aggressiv, sagen wir so, besonders wenn der Preis weiter Richtung 20.000, 30.000 oder 40.000 oder 50.000 gehen könnte. Ja, also was wäre das dann für jemanden, der bei 2.000 alles eingefroren hat? Wahnsinn. Natürlich, wenn man 10.000 Ultimas einfriert, geht die Profitabilität, ja, die Spendierbarkeit des Pools auch ein bisschen zurück, weil sehr viele Leute die 5 Tokens unter sich aufteilen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben keine 10.000 Ultimas auf dem Markt. Ja, sehr viele sind verteilt. Also jetzt meine freie Ultimas nicht vergessen. Wir haben ja etliche Ultimas durch Promotion eingesammelt und in den Rückkaufpool und so weiter zugeteilt und. Die sind nicht im freien Umgang. Deswegen ist der Preis von 50.000 nicht nur möglich, sondern mächtig möglich. Ja? Viel, viel weiter kann es steigen. So, natürlich, wenn man noch dazu den Boosterpool dazu nimmt und mal betrachtet, was man da auch dazu bekommt, das ist der blanke Wahnsinn. Ja? Also alles zusammen ist auch, macht einfach das Einfrieren, was sowieso kaum Risiko bei dem Preis bedeutet,
Bei dem Preis kann ja der Preis eigentlich nur und bei der Strategie kann er weiter wachsen. Und ganz wichtig ist, dass wenn man die eigenen Ultimas einfriert, kann man sofort fast von drei Pools profitieren, und zwar von Ultima Pool, vom Booster Pool und von dem Spielepool. Absolut der Wahnsinn. Ja, wie man das ausrechnet, geben wir dann das Kalkulator dazu. Aber ihr seht an diesem einfachen Beispiel, wenn man einen einzigen Ultima einfriert und bei diesen Gegebenheiten sind die Zahlen ziemlich, ja, ziemlich krass. Ja, sowas auf dem Markt zu finden, ist kaum vorstellbar. Splitting 3.0 bringt uns in eine neue Ära. Das bedeutet, die Menschen müssen ihre Ultimas nicht mehr gegen Splits tauschen. Natürlich, die Splitting 1 und 2 sind darauf angewiesen, weil die Pool-Lösung nicht so perfektioniert war. Aber wenn Ultima selbst jetzt alle Split-Token-Eigenschaften bekommt, das ist der blanke Wahnsinn, wenn man einfach fürs Ultima einfrieren jetzt extra Rewards in dem Ausmaß bekommen wird, dann werden wir bald keine Ultimas auf dem Markt in dem freien Umlauf einfach haben. Das ist einfach die Gegebenheit und Fakt. Und hier die wichtigste und die richtigste Strategie wäre einfach, so viele wie möglich Ultimas auf der Wallet zu storen, ja, zu bunkern, natürlich den Freezing-Effekt weiterhin nutzen, ja, um einfach überproportional großen Anspruch auf die Rewards, auf die Belohnungen zu bekommen und natürlich maximal den höchsten Preis abwarten. Dann kann man so richtig, richtig vom Ultima von Anfang an profitieren. Nicht vergessen, diese Strategie, die wir jetzt zugrunde gelegt haben, speziell das Splitting 3.0, wo der Ultima einfach maximal eingefroren vom Markt weggefegt wird bzw. verknappt wird, setzt die eigentliche Funktionalität von Ultima Token, die Hyperdeflation, auf die extremste Weise frei. Das, ihr wisst ja, also Bitcoin Mining ist Deflation, ist auch ziemlich cool. Staking bei Ethereum ist eine pure Inflation, liefern auch deswegen nur 4-6% pro Jahr in der Vermehrung des Tokens. Und bei uns die Geschwindigkeit ist einfach phänomenal, ja, phänomenal. Hier ganz zu schweigen davon, dass wir jedem einzelnen Nutzer die Strategie von dem Halving auf die Hand geben und auch die Strategie von den goldenen Regeln auf die Hand geben, so dass die Menschen wirklich ausgebildet werden und ganz genau wissen, was sie tun, wann sie was tun müssen und welchen Ergebnis sie bekommen können und was sie eigentlich erwarten, planen sollen. Ja, und die goldenen Regeln sind einfach unabdingbar. Für dieses Produkt wird ab dem 1. August, ja, Booster Split-Kontrakt auf der Webseite sichtbar. Das sind ganz normale Pakete, so wie auch jetzt auf der Dashboard da sind. Das Einzige, was jetzt neu ist, sind dieselben Preise, also dieselben Funktionalitäten, dieselben Prinzipien, alles das Gleiche. Ja, auch die Splits werden euch in den Dashboard als Airdrop gebucht, also als komplettes Geschenk. Und die einzige Neuigkeit hier ist, dass einfach, wenn man bei der Bezahlart Ultima auswählt, ja, man wählt auch Ultima aus, dann sieht man den QR-Code und dieser QR-Code ist nicht zum Bezahlen da, sondern zum Einfrieren. Das ist ein spezieller QR-Code, der den Ultima einfach zwingt, in der Blockchain sich für ein Jahr einzufrieren, und dann hat man nichts versendet, nicht an die Company, nicht an den Pool, nicht an die Community, nirgendwohin. Alles bleibt in der eigenen Wallet drin, behalten, eingefroren für ein Jahr. Und man bekommt sofort Zugang zur Ultima Pool, man bekommt sofort die Booster Splits, kann sofort splitten gehen, man bekommt sofort die Vorteile für das Spiel. Ja, also absolut der Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
Hier natürlich, wir wollen natürlich den maximalen Boom starten, maximalen Momentum kreieren. Und da starten wir auch eine zusätzliche Promotion für den Booster Pool. Ja, die wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass wirklich die gesamte Community, die neu dazu kommt, sich einfach um diese Promotion überschlagen wird. Sowas haben sie noch nie gesehen. Und wir kennen ja die Promotion und so weiter. Das hat mit dem Premium Pool jetzt nichts zu tun. Das ist wirklich Booster Pool Promotion ab dem 1. August. Und das wird mega cool sein. In dem eigenen Kalkulator könnt ihr euch das selber alles zurecht ausrechnen und durchkalkulieren, wie spannend soll es bleiben. Das Wichtigste ist auch hier, dass auch wir haben jetzt ein wahren Wunder gemacht, ja, wahren Wunder verbracht, weil theoretisch kann man auf das, naja, nicht theoretisch, praktisch, in keiner Welt kannst du irgendwelche Provisionen bezahlen auf eine Bezahlung, die nie stattgefunden hat. Du kannst nichts verprovisionieren, wenn da kein Geld geflossen ist. Du kannst das nicht tun. Wir sind so innovativ und ich sage euch, das ist der Durchbruch in der ganzen Businesswelt. Ja, das ist etwas, was so die Businesswelt noch nie gesehen hat und kennt nicht und was eigentlich in der reellen Marktwirtschaft nicht möglich ist. Ja, also sagen wir so, ja, wenn du ein Auto verkaufst, kann der Verkäufer nur Provisionen bekommen. Aber wenn der Kunde tatsächlich das Auto gekauft hat und das Geld an das Autozentrum überwiesen hat, wenn nichts überwiesen worden war, kann keine Provision fließen, da kann kein Bonus entstehen, da kann kein Verdienst entstehen. Und wir haben auch dieses Problem gelöst, was sehr schwierig war, ja, weil wir haben so ein einzigartigen Tool im System, das heißt Business Split. Business Pool und Business Split. Weil wir als die Company können niemanden belohnen. Das ist wahr. Wir bekommen ja nichts. Durch das Einfrieren bekommen wir nichts mehr. Da ist nichts mehr mit geben, abgeben, kaufen und oder überweisen oder versenden. Vorbei. Nur einfrieren. Der Token bewegt sich kein Zentimeter in unserer Richtung. Und wir haben null Einfluss bzw. Zugriff darauf. Null. Der Token bleibt nur in der Wallet des Nutzers, des eigentlichen Eigentümers. Ja, und die ganze Belohnung wird für diesen Vorgang von der Blockchain selbst bezahlt. Genial. Einfach genial. Das bedeutet, die Arbeit wird sein bei Ultima Business in Zukunft, einfach dafür sorgen, dass die Nutzer ihren Ultima nicht für 10 Minuten einfrieren, sondern für ein Jahr. Und wenn sie das tun, dann wird für den gesamten Euro-Umfang, was der eingefrorene Ultima so kostet, ja, in Euro-Äquivalent, wird voll verprovisioniert. Absoluter Wahnsinn. Ja, so wie ihr das auch kennt, phänomenal. Für das Einfrieren werden Provisionen fließen durch Ultima Business, durch die Blockchain selbst. Und jetzt ist die wahre Revolution. Es wird ein Produkt verkauft ohne Verkauf. Es wird ein Produkt bezahlt ohne Bezahlung. Es wird Produkt verprovisioniert ohne Provision. Ja, also wenn man sich das so vorstellt, wir sind schon krass unterwegs. Ja, also wir sind schon richtig coole Typen auf dem Markt und sowas, was wir aufgebaut haben, gibt es nicht. Kann man nicht machen. Dieses System, was wir jetzt implementieren, kann ewig laufen. Komplett dezentralisiert in Zukunft, unabhängig, komplett durch Blockchain gesteuert und. Das wird der nächste Schritt sein. Aber ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Ja? Wo die Company euch nichts sperren kann, nichts enteignen kann, nichts verbieten kann, bla bla bla. Alles ist dezentralisiert auf der Blockchain. Der blanke Wahnsinn. Ja? Und auf der täglichen Basis. Aber ihr kennt es ja alles schon. Und damit das so richtig boomt, damit wirklich am 1. August ja, einfach die ganze Erde bebt und jeder davon, also jeder wirklich Vollgas gibt zu 1000%. Ich weiß, in der letzten Zeit haben wir wirklich nicht wirklich 100% Gas gegeben. Wir haben ja so
Pi mal Daumen, ein Drittel vielleicht unserer Kraft eingesetzt. Jetzt müssen wir Vollgas geben und damit da richtig kein einziger Zweifel da bleibt, dass man nicht mitmachen sollte, sondern man geht voll in alles, all in sozusagen an eigenen Aktivitäten und Einsatz, werden wir 4 Pools gleichzeitig starten. Ultima Pool, Game Pool, Booster Pool und Business Pool 2.0. Der blanke Wahnsinn, ich sage euch, Momentum wird der krasseste aller Zeiten werden, weil parallel startet noch Airdrop und die volle Ausstattung von dem Spiel. Und ich denke, bis zum August werden wir schon ein paar Millionen Nutzer in der Community haben, wenn wir Vollgas geben. Das wird der Wahnsinn sein. Deswegen lasst uns alle so richtig, richtig uns darauf fokussieren. Ja, das Spiel startet morgen. Ja, also könnt ihr ja auch schon den QR-Code einscannen. Dann sollte nichts mehr daran geändert werden. Der Bot wird morgen starten und die Gruppe wird auch dann starten. Ganz wichtig ist auch an dieser Stelle zu verstehen, damit wir, ja, also nochmal, ich zeige euch nochmal den Slide. Und zwar von den Spielen, die jetzt gestartet bereits haben oder sind oder laufen noch. Die Herausforderung ist, 1 Milliarde Nutzer aufzubauen. Und das Fenster ist nach unserer Einschätzung bis Ende des Jahres. Ja, bis Januar. Wir müssen jetzt alles Erdenkliche tun, um in diese Herausforderung voll reinzuspringen. Egal wer was sagt, egal wer was denkt, egal wer was meint. Wir müssen einfach diese Chance, die in den letzten, ja, die einzige, so eine einzigartige Chance jetzt ist, oder jetzt zu uns gekommen ist, in den letzten acht Jahren hatten wir so eine Chance noch nie. Und vielleicht werden wir, wenn das Fenster zu ist, in den nächsten 8 Jahren diese Chance nie wieder bekommen. Deswegen müssen wir einfach alles beiseite schieben. Wir müssen voll auf diese Schiene einspringen und von diesen Milliarden Nutzer einen großen Stück Kuchen mitnehmen. Weil überlegt mal, wenn wir 10 Millionen Nutzer haben oder 20 oder 50 oder 100 oder 2 oder 3 oder 500 Millionen. Das ist doch der Wahnsinn. Können wir ganz andere Sachen machen, dann können wir ganz andere Ergebnisse liefern und, und. Und hier müssen wir uns natürlich erstmal auf alle Fragestellungen fokussieren, damit uns nichts abhält, damit wir wirklich alles abarbeiten, damit da keine Fragen im Kopf rumschwirren und irgendwelche Misstrauen erzeugen oder irgendwas davon abhält und so weiter. Ja, das heißt, wir müssen klar und deutlich verstehen, hey, wir müssen dafür sorgen, dass der Preis wächst. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn der Preis nicht wächst, dann ist es sehr schwer, die Community zu vergrößern. Ja? Und der Preis, wie es anders sein soll, wächst auch umgekehrt, wenn die Community wächst. Ja? Das heißt, ja, das ist die ewige Frage, was ist früher gekommen, Huhn oder das Ei? Ja? Und genau in dieser Zwickmühle befinden wir uns, aber wir haben einen Helfer auf unserer Seite. Wir haben das Angebot von Tokens auf dem Markt. Das heißt, wenn man das Angebot von Tokens auf dem Markt reduziert, beginnt der Preis zu wachsen automatisch. Und wenn der Preis anfängt zu wachsen, beginnt die Community sich sofort zu vergrößern. Wenn die Community sich beginnt zu vergrößern, beginnt der Preis weiter zu wachsen. Wenn der Preis und die Community wachsen, wird der Token nochmal verknappt und dann bekommen wir in so einen Zyklus rein, was richtig, richtig cool für unseren Token und Community und für uns alle ist. Ja, also wir müssen einfach diesen Rad zum Drehen bringen und dann werden wir da eine richtig krasse Beschleunigung bekommen. So, für die Community-Vergrößerung haben wir ein Tool, ja, das ist Web3, das ist das Spiel, es ist einfach zu bewerben, einfach einzuladen, es ist absolut innovativ, interessant, interesseerweckend, fast ja für jeden Alter verfügbar und natürlich mega duplizierbar. Ja, und es ist natürlich ein Megatrend jetzt. Jeder brennt für solche Spiele, die Leute spielen 3, 4, 5 Spiele parallel.
Sie wissen ja nicht, wo sie am meisten abkassieren können. Und wir sorgen einfach dafür, dass sie mit unserem Spiel die geilste Erfahrung erleben und auch mit unserer Technologie die meisten Vorteile und Profite mitnehmen, die man sich überhaupt in dieser Branche vorstellen kann. So, auf der Reise zu 100 Millionen Nutzer Richtung Preissteigerung mit Web3-Spielen müssen wir darauf achten, dass wir zuerst mit Verknappung von den Tokens beginnen, damit wir die anfängliche Preissteigerung herbeiführen können bzw. richtig stark provozieren können. Hier haben wir, es ist phänomenal, wie wir es immer so schaffen, ja, aber hier hilft uns eigene Technologie. Wir laufen jetzt mit Splitting 1.0 und 2.0 und diese haben zwar richtig coole Vorteile, weil tägliche Belohnung, aber auch ja, lebenslange Funktionalität von Pools, aber hier ist eine Geschichte, diese Pools müssen immer gefüllt werden. Ja, also diese Pools müssen immer gefüllt werden mit den Tokens aus externen Quellen. Die Pools, die jetzt da sind, haben eigentlich nur zwei Quellen. Die erste Quelle, das ist die lebenslange Garantie sozusagen für die Pools, dass sie niemals austrocknen, zumindest nicht in den nächsten 120 Jahren. Das sind die roten Splits, die aus dem roten Pool kommen und die als Basis Asset in den Pool hinein integriert worden sind, so dass der Pool permanent jeden Tag, ohne dass die Nutzer das merken, mit zusätzlichen Ultimas gespeist wird. So. Die zweite Quelle ist der Markt. Das bedeutet, wir durch unsere Aktivitäten, durch Aktivitäten der Community, des Businesses oder der Company oder durch andere Aktivitäten wird der Pool von außen aufgefüllt. Und ja, das sind die Tokens, die eigentlich die Nutzer gegen die Splits tauschen. Die Nutzer bekommen die Splits und der Pool bekommt die Ultimas. Ja. Und so ist diese Symbiose, diese Kooperation durch den Smart Contract wird festgehalten und so wird alles abgesichert. Ja. Das Bild zeigt nochmal, wie die Nutzer durch die Split-Übertragung die Ultimas in den Pool mit den Ultimas auffüllen und ganz unten so eine Basis von jedem Pool sind 1 Million rote Splits, die täglich zusätzliche Ultimas in den Pool geben. Jetzt haben wir eine richtig krasse Herausforderung. Ja, Splitting 3.0 brauchen wir, um das Spiel zu starten, die Community zu akquirieren, um ewig laufendes System zu bringen. Und auch natürlich, um den Preis nach oben zu bringen, weil Splitting 3.0 wird alle Ultimas auf den Markt wegfegen und zum Einfrieren bringen. Aber wir haben ein Riesenproblem, weil es werden keine Ultimas mehr in die Pools geladen. Ja, die Nutzer, das ist zugunsten der Nutzer, weil die Nutzer haben dann überhaupt, also nur ein gewöhnliches Marktrisiko von Schwankungen von dem Token, aber bei dem Preis, was sie jetzt nutzen, können wir das auch ein bisschen, also bei dem Preis, was Ultima jetzt kostet, kann man das auch ein bisschen außer Betracht lassen, ist ja auch nicht wirklich relevant, der Preis, so bei der Verknappung. Das bedeutet, dass die Ultimas von der Seite der Nutzer nicht mehr in den Pool gelangen. Die werden einfach in der Wolle der Nutzer einfach eingefroren und der Pool sieht diese Tokens nicht mehr. Die bleiben einfach weg. Ja, und hier ganz wichtig, dass der Pool einfach, ja, dieser variable Teil an Tokens, die normalerweise durch die Community oder irgendwelche Aktivitäten, durch aktive Aktivitäten aufgefüllt werden, diese Ultimas bleiben einfach dem Pool weg. Und ob man will oder nicht, beginnt der Pool nur die Tokens zu verteilen, die er aus den roten Splits, aus der lebenslangen Quelle von Ultima-Tokens, den roten Splits, schöpfen kann. Ja? Und aus diesem Grund ist es auch uns wichtig,
dass wir, und das ist auch eigentlich genauso früher gewollt worden, ja, dass das gesamte Markt aus den roten Splits sich speist. Und wir haben ein ganzes Jahr dieses Prinzip außer Kraft gesetzt. Auf den Markt wurden fast um das Fünffache mehr Tokens rausgebracht. Und ja, weil es wurden Ultimas in die Nutzerspule von der Company gespendet. Alles, was die Company eingenommen hat, wurde gespendet. Dann aus den Wänden über 10.000, ja, also knapp 10.000 Ultimas wurden auch gespendet. Jetzt werden die nächsten fast 12.000 Ultimas in den Rückkaufpool gespendet und, und. Ja, wir sind ja nur am Spenden. Und damit dieses Überangebot an Ultimas wegbleibt und das Balance wiederhergestellt werden kann, damit der Preis nicht Richtung 1.000 geht, sondern Richtung 100.000, dann müssen wir einfach den Status quo einmal wiederherstellen, das System einmal ausbalancieren. Wir haben das genug, ja, überstrapaziert. Wir haben fast ein Jahr das Dreifache, das Vierfache, zum Teil das Fünffache auf den Markt gebracht, ja, und zwar in eure Wallets. Das war nicht die Absicht, den Preis zu schädigen, sondern die Absicht war, die Tokens einfach in die Taschen von Nutzern fließen zu lassen, damit sie auch in der Preisrichtung 20, 30, 50 oder 100.000 wächst, auch was davon profitieren können. Ja, weil wenn man keine Tokens hat, nutzt einem der Preis von 100.000 auch nichts. Und deswegen wurde die Entscheidung gemacht, ab dem 1.8., wo der Splitting 3.0 startet, greift Status Quo, die absolute Balance, wo aus allen Pools zusammen maximal 25 Tokens rauskommt pro Tag. Und das, wenn wir jetzt 10 Pools haben, ja, dann sind das plus minus 2,5 Tokens pro Tag aus jedem Pool. So, jetzt natürlich ist die Frage, es kommen ja Einwände ganz bestimmt, weil die Menschen denken, ja, jetzt 25 Tokens kommen pro Tag, jetzt kommen 2,5 Tokens pro Tag, wir sind ja jetzt richtig im Minus, das ist ja Nachteil und. Aber ökonomisch macht es überhaupt keinen Unterschied, weil wir haben jetzt 25 Tokens pro Tag und der Preis ist 2.000, ja, ein bisschen mehr, plus minus, ja, abgerundet. Das sind knapp 50.000 Dollar in Fiat-Währung, die jeder Pool sozusagen pro Tag auf den Markt als Belohnung spendet. Wenn man aber 2,5 Tokens hat, geht der Preis viel weiter nach oben Richtung 20.000. Das heißt, wenn man 2,5 Ultimas pro Tag mal 20.000 multipliziert, hat man auch 50.000 pro Tag, was der Pool spendet. Das heißt, ökonomisch hat es überhaupt keine Wirkung. Natürlich haben wir, ja, aber dann kann auch der Preis viel weiter gehen als nur 20.000. Der Preis kann auch Richtung 50 oder 100.000 gehen. Das ist auch die Geschichte. Natürlich werden wir einen kleinen eine Zeitlücke haben von 2 bis 20, aber die werden wir ganz schnell auffüllen. Nämlich, wir haben ja, es greift am August, am 1. August, und für den 1. August haben die eine mega Granate, ein Megapaket vorbereitet, wo das Spiel startet, jetzt Preis beginnt zu wachsen, dann starten die 4 Pools und. Der blanke Wahnsinn beginnt, da wird, und Ultima Pool auch, wo alle Ultimas weggefegt werden. Also ich denke, da wird so richtig bombastischer Tag werden am 1. August. Da müssen wir uns alle darauf vorbereiten. So, aber der Vorteil ist, also man, sagen wir so, der 2.000 Dollar Preis hat es aber in sich für uns. Der 2.000 Dollar Preis ist viel zu niedrig. Das Problem ist die Mentalität. Das Problem ist die Mentalität der Kunden bzw. der Nutzer im Kryptomarkt. Die wollen günstige Tokens nicht kaufen. Niemand kauft Bitcoin bei 15.000. Alle kaufen bei 60.000. Bei 70.000 ist der wahre Boom, wo jeder versucht, sich voll damit zu bedecken. Bei 15.000, wo der Bitcoin jetzt vor knapp einem halben Jahr war, interessiert einfach niemanden die geringste Aktivität auf dem Markt. Wahnsinn.
Und das ist sehr, also der geringe Preis ist sehr schädlich für Community-Aufbau, weil die Leute einfach wegbleiben und auch für Business, weil ja, man bekommt sehr, sehr große Absagen, sehr starke und schnelle Absagen, weil niemand mag einen kleinen Preis. Das ist leider psychologisch bedingt in diesem Markt. Natürlich, der Coin-Market-Cap-Position 550 ist, der, die macht uns einfach durch diesen niedrigen Preis, die macht uns unsichtbar auf dem Markt für große Spieler, ja, das heißt für große, für alle. Ja, und damit können wir auch nicht leben. Und natürlich die Haters und feiern ihren Feiertag sozusagen und kreieren uns eine schlechte Reputation, weil sie diesen Graphen da immer zeigen und sagen, ja, der Token, der hat jetzt so viel Wert eingebüßt und so weiter. Die sagen ja nicht, dass die Community das Fünffache an den Tokens bekommen hat. Ja, extra. Das sagen sie ja nicht. Die fokussieren sich ja nur auf das negative Bild, ja, wo der Tokenpreis runtergeht, dass die Leute eigentlich durch das Fünffache an Tokens extra Auszahlung bis zu Fünffache ausgeglichen werden. Das sagt ja niemand. Ja? Deswegen, und da müssen wir jedem das 20, 30 Mal hinterher erklären. Das wollen wir nicht. Und dass der Preis aber, wenn er jetzt von 2.000 auf 20.000 geht, das kreiert so eine Explosion, so einen mega wahnsinnigen Boom. Da wird dann die halbe Kryptowelt zu uns sofort reinkommen. Wir werden auch unsere Top 100 Position zurückbekommen. Okay, vielleicht nicht bei CoinMarketCap, aber bei CoinGecko für 100%. Bei CoinMarketCap müssen wir noch ein bisschen die Tokenanzahl updaten. Und natürlich, das wird uns bei der Community-Aufbau von 100 Millionen massiv helfen. Massiv. Warum? Weil das Spiel, seien wir ehrlich, braucht auch einen steigenden Ultima-Preis, weil klar, Airdrop von dem Spieletoken ist auch cool, ja, das wird die Leute anheizen und auch motivieren, das Mitmachen oder das Benutzen von dem Token auf der Spieleplattform ist auch sehr interessant, aber spätestens beim Splitting werden sich die Frage stellen, okay, ich halte die Tokens, klicke irgendein Splitting und ich bekomme irgendein Ultima, aber was ist denn das? Hey, das ist ein Token, der nach unten geht, ja, uninteressant und so weiter, versteht ihr? Das heißt, aber wenn der Preis steigt, sagen sie, wow, ich bekomme hier Ultima, was wächst, was ist das für ein Wunder, denke ich, kaufe noch mehr davon, dann wächst er noch weiter. Ja, also, oder ich mache noch weiter mit dem Spiel und so weiter. Und damit es so richtig boomt und der Preis nach oben geht, starten wir auch zusätzlich, kriegen wir ein mega Momentum mit 4 Pools zusätzlich. Natürlich, damit diese Strategie greift, müssen wir diese Pools auch richtig launchen. Ab dem 1. August werden alle Pools gelauncht, alle. Ja, ausnahmsweise am 1. August werden wir alle Pools launchen. Der Ultima Pool bekommt 5000 rote Splits, der Booster Pool 2, der Game Pool 2 Millionen. Und hier ganz wichtig, ja, wir haben ja schon Eigentümer von roten Splits von früher. Wir werden natürlich jetzt dazu gezwungen, damit wir die ganze Strategie starten können, mit Unternehmensmitteln auch die roten Splits einkaufen. Also man kann nicht einfach so drucken, sondern man muss es richtig, ja, die Ressourcen dafür aufwenden. Aber trotzdem werden ja die roten Splits vermehrt. Das bedeutet, die Belohnungen aus den roten Splits werden ja auch reduziert. Fairerweise wollen wir auch diese Community entsprechend ausgleichen. Das ist die erste Lösung, die wir bitten. Wir gucken auf die reellen Zustände auf dem Markt. Dann werden wir wahrscheinlich weitere Lösungen bieten. Aber zuerst bekommen alle, die bereits rote Splits bekommen, zusätzlich zu den bestehenden Splits noch weitere, ja, rote Splits 2.0 aus einem separaten Pool, und das wird nur auf die Lizenz, die mit Ultima gekauft worden war, draufgerechnet und einfach in absolut kostenfrei als Airdrop in den Dashboard eingespielt. Das heißt, ihr bekommt aus zwei
Pools aus dem VIP-Pool selbst und aus dem VIP-Pool 2.0. Ja, also das wird die entsprechende Entlohnung sein. Ja, das heißt, man kann die Ultimas bekommen, man kann es einfrieren und man kann aus dem VIP 1, VIP 2, aus dem Spielepool, aus dem Booster-Pool und aus dem Ultima-Pool durch diese Strategie können die VIP-Leute aus 5 Pools gleichzeitig profitieren. Also bis zu 5 Pools, ja, also der blanke Wahnsinn, man muss sich nur die richtige Strategie zurechtlegen. Insgesamt werden das knapp 10 Pools geben, ja, also wir werden Business Pool 1 auch behalten, alle, ja, das ist ja lebenslanger Pool mit 2 Millionen roten Splits, wird der BSP 1 weiterhin die Belohnungen bezahlen, damit natürlich unsere Business-Community richtig mächtigen Start anlegen kann, auf den Tag legen kann, wird ein BSP 2 angelegt, der wirklich mit 0 Split startet, mit 2 Millionen roten Splits drin ist. Und ja, einfach hier wird mega, 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 mega krasser Neustart für jeden, der Ultima Business weitermachen kann oder neu starten möchte, angeboten, sodass die Business-Leute eigentlich aus 2 Pools gleichzeitig profitieren. Und natürlich die Ultimas, die aus 2 Pools fließen, können sie wieder in den Spielepool, in den Booster-Pool, in den Ultima-Pool einfließen. Da profitieren sie aus 5 Pools mindestens. Ja, mindestens. So, der Goldpool, der ja da ist, wird mit 2 Millionen Splits auch ausgestattet. Der Royal Pool, der auch am 1. August startet, mit 1 Million. Weiterhin haben wir in Dashboards auch viele Ultimas aus den Farmen, aus den Cashbacks. Die müssen wir auch in einen Pool, in einen separaten Pool schicken. Warum? Weil die Auszahlungen pro Tag aus den Cashbacks und Farms, die ja teilweise, ja, die Farmen, ihr wisst ja, die waren ja richtig heftig und mächtig, die zerhauen uns die ganze Strategie und lassen den Preis nicht wachsen, weil teilweise bis zu 50 Ultimas am Tag da rauskommt. Wir haben sehr lange damit, wir sind damit klargekommen, würden wir auch weiter tun, aber wenn wir diese Strategie und diese Chance nutzen wollen, müssen wir den Status quo hoch und heilig einfach wahren. Wir dürfen keinen Schritt nach links und rechts machen, deswegen bis zum März. Ja, bis zum März machen wir diese Strategie. Das heißt, also diese, lass uns wie eine Strategie erstmal betrachten, die auf den März erstmal 2025 begrenzt ist. Und dann im März, wenn Halving vorbei ist, werden wir uns auf die reellen Daten mal zurückblicken und gucken, was wir erreicht haben, was wir nicht erreicht haben und wie zufrieden wir und die Community mit der Lösung tatsächlich ist. Haben wir den Preis recovered, also haben wir den Preis renoviert, haben wir die Community vergrößert, haben wir das Ziel mit den Spielen erreicht, haben wir jetzt Millionen, Dutzende von Millionen, vielleicht Hunderte von Millionen Community aufgebaut. Was ist das reale Bild? Und dann können wir auf jeden Fall jede mögliche weitere Lösung für die Profitabilität und für die Verbesserung unserer Marktsituation vorschlagen. Aber bis dahin, ganz wichtig, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wir müssen diese Chance mit voller Wucht mitnehmen. Wir dürfen uns diese Chance nicht entgehen lassen, weil vielleicht kommt so eine Chance, 100 Millionen Nutzer aufzubauen in weniger als einem Jahr oder ein halbes Jahr, nie wiederkommen. Wir dürfen diese Chance uns nicht entgehen lassen. Deswegen gib mir die freie Hand. Lasst mich bis zum März einfach Vollgas geben. Wir sind top vorbereitet, ausgestattet. Ihr werdet alle begeistert sein. Das wird einfach phänomenalste Reise, voller Wachstum, voller Möglichkeiten. Und natürlich auf dem Weg von 2.000 auf 20.000, mindestens 20.000 Preis, werdet ihr da richtig interessante Profite einfach aus den Marktbewegungen mitnehmen, bin ich mir ganz sicher. Da bilden wir euch auch in die Richtung schon lange genug aus, damit ihr ja die Profite auch aus dem Marktgeschehen mitnehmen könnt.
Der einzige Pool, der ein bisschen jetzt leidet, ist der Premium-Pool. Wir wissen, dass das Premium-Pool von Anfang an mit 25 Tokens gestartet werden sollte. Diesen Start können wir bis zum März nicht ermöglichen. Das heißt, der Premium-Pool bekommt 1 Million rote Splits rein. Dazu muss ich sagen, dass der Premium-Pool wahrscheinlich der bestbezahlteste Pool von allen hier zusammen sein wird, weil die Anzahl von Splits richtig gering ist. Ja. Und natürlich der Premium-Pool an Splitting 2.0 geknüpft ist an den Rückkaufpool. Das bedeutet, man kann aus diesem Pool zu jeder Zeit aussteigen, wenn Splitting 2.0, also wenn Rückkaufpool gestartet ist. Und deswegen mein Vorschlag ist hier nicht so streng mit uns zu sein. Schaut euch einfach die Strategie, machen wir auch wirklich, um die 100 Millionen Nutzer aufzubauen. Davon profitieren alle in allen Pools. In allen Altersgruppen, Interessensgruppen und so weiter. Ja? Also alle profitieren. Und der Vorschlag ist hier, einfach lasst den Premium-Pool erstmal starten. Schaut wirklich in der reellen Ist-Situation, wie der Pool so läuft. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid oder nicht zufrieden seid, wobei ich persönlich denke, ihr werdet mega begeistert sein. Ja, die Zahlen, die ich mir da ausrechne, beziehungsweise die unsere Analytiker mir auch vorzeigen, die sind einfach phänomenal. Deswegen startet den Pool, schaut einfach auf die reellen Ergebnisse und jeder, der unzufrieden ist, der steigt einfach aus, nimmt die Liquidität wieder mit, die er für den Pool bereitgestellt hat. Und die drin bleiben, bei denen vergrößert sich ja der, für jeden, der aussteigt, bekommt jeder, der drin bleibt, mehr Belohnungen aus dem Pool. Deswegen lohnt sich für die Leute, die drin bleiben, umso mehr. Und ich sage euch, Gleichgewicht wird sich einpendeln und die mit der Profitabilität des Pools nicht einverstanden sind, werden einfach in den Rückkaufpool aussteigen und sich vielleicht eine andere Strategie überlegen oder komplett aussteigen. Kann alles sein. Ja, wir können jetzt keine andere Lösung bieten. Und wie gesagt, das ist ein temporärer Plan bis zum März, damit wir den vollen Trend von der Challenge aus den Web3-Spielen mitnehmen können. Wir müssen da rein. Der Zug ist bereits abgefahren, der läuft schon mit der Geschwindigkeit, der kaum haltbar. Die haben schon 200 Millionen, fast 300 Millionen uns aufgebaut von dieser Milliarde. Ja, und in den nächsten 3, 4, 5, 6 Monaten wird sich entscheiden, wer der Marktführer sein wird. Ich bin mir sicher, dass die anderen mit der Blockchain-Technologie nicht fertig werden. Wir sind Experten aber in der Technologie. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die gesamte Community, die sie aufgebaut haben, aber nicht bedienen können, auch komplett übernehmen können. Diese Chance müssen wir nutzen. Ja, vielleicht schreibt mir in den Chats, was ihr davon haltet, wenn wir die Chance jetzt nutzen, ja, seid ihr mit beiden Händen da dafür, mich zu unterstützen, oder ihr sagt, ach, alles ist Unfunk, ich will damit nichts zu tun haben, kann ja auch sein. Aber wie gesagt, wir müssen in die Richtung der Community-Aufbau gehen. Und das ist die Chance, die wir in den letzten 8 Jahren zum ersten Mal bekommen haben, so einfach und schnell so eine riesige Community aufzubauen, und die anderen haben es schon vorgemacht. Ja, wir müssen da uns nur in die gleiche Schiene uns hineinmogeln und einfach mit Gas geben und die Challenge einfach bei denen unterstützen. Das wird schon alles klappen. Und das Spiel startet ja schon morgen. Ja, es geht morgen los. Ihr werdet begeistert sein. Ja, begeistert. Okay. Passt, man versteht dich super, ja. Wow, das wird spannend und krass. Ich bin dabei. Okay, ich gehe mal in die... Wer liefert die 100 Spiele? Ich kenne viele Programmierer, die sich Spiele listen würden. Ja, wir werden selber aufbauen, wir werden auch fremde Entwickler einladen, SDK auch liefern und so weiter. Okay. So, jetzt die eigentliche Information ist durch. Wenn ihr Fragen habt, wirklich
nicht, also ich möchte auch die Fragen beantworten, aber die wirklich nur diese Präsentation und auch diesen Plan betreffen, ja, Fragen aus Swapping oder sonst was, bitte für das andere Call einsparen, weil ich möchte wirklich in diesem Webinar die Fragen nur zu diesem Thema beantworten, weil es geht morgen los. Morgen geht schon los. Ja, vielleicht sogar heute, aber also morgen ist dann die Deadline und da beginnen wir Schritt für Schritt das alles hochzufahren. Das wird der Wahnsinn sein. Okay, Moment. Okay, one second. Okay, Fragen. Halving per Year. Ja, jedes Jahr, jährlich. Ich bin wie seit dem Start vor 8 Jahren natürlich dabei. Bernd, mega, mega. Wie ist der Stand mit ganzen Infrastrukturprojekten? Wir haben den Stand ganz einfach gemacht. Wir fokussieren uns jetzt auf die Karte, auf den Marktplatz, auf die Wallet und auf den Smart Defender. Das sind 4 Infrastrukturprojekte zusätzlich, die Spiele. Ja, Spieleplattformen sind 5 Infrastrukturprojekte, auf die wir uns fokussieren. Alle anderen Infrastrukturprojekte sind entweder eingefroren, beziehungsweise Voucher- und Cashback-Systeme wir haben uns entschieden, die nicht weiter zu entwickeln, weil der Markt ist zu restriktiv geworden. Die offenen Bestände werden durch die goldenen Splits ausgeglichen. Da arbeiten wir dran und wir fokussieren uns nur auf diese, die wirklich das Spiele und den Token und diese Strategie unterstützen. Also Premium Pool startet mit 1 Million Rota Splits, was auch immer da rauskommt, ja, wird sich am 1. August entscheiden, also nach unseren Berechnungen plus minus 2,5 Ultimates pro Tag. Ich bin total aufgeregt. Was machst du mit mir, Alex? Ultima ist genial. Premium Pool startet also nicht am 1.8., sondern erst am 1. Nein, Premium Pool, alle Pools, die ihr hier seht, starten am 1. August in 4 Wochen. In 4 Wochen, alle Pools, die ihr hier seht, starten am 1. August, es sei denn, die laufen schon wie Gold oder Business. Oder VIP. Ja, die laufen ja schon. Kevin, absolut der richtige Weg. Ich bin voll dabei. Ja, perfekt. Ich werde dann, ich hoffe, dass, ich bin zwar jetzt ein bisschen gerade aus dem Flieger raus, ein bisschen vielleicht nicht in meiner Energie, aber hoffentlich hat es nicht euch zu stark gestört. Ich habe versucht, alles rüber, an Informationen rüberzubringen. Ab der nächsten Woche fange ich an, die Webinarreihe. Und ja, ich denke, jeder wird begeistert sein. Gebt mir einen kurzen Feedback. Wie ist euch Webinar so gefallen? Hat die Information bei euch so eingeschlagen? Ihr werdet natürlich die Aufzeichnung gleich danach auf Deutsch bekommen, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt, auf Pause klicken könnt und so weiter. Alle Tops, wenn die Fragen da sind, bitte Frageliste vorbereiten. Da gehen wir in einem externen Extra-Webinar nochmal auf die Fragen ein. Auch die Slides sollten heute noch geliefert werden, sodass man auch damit arbeiten kann. So, schauen wir mal. Lieber habe ich Ultima, der 100.000 wert ist, als dass ich 10 Ultimas habe, die nur 2.000 wert sind. Danke, absolut richtig. Einstieg in Spielebereich ist clevere Idee und ich verstehe deine Motivation. Doch der Strategiewechsel der Pools ist heftig, besonders für Premium Pool ist nur circa 2 Ultima ausschüttet. Wir versuchen einfach, den Preis so schnell wie möglich zu wiederherzustellen. Ja, also wir versuchen den Preis mit der gesamten Strategie Richtung 20.000 so schnell wie möglich zu überwinden. Im schlimmsten Fall muss man ein paar Ultimas
einfrieren lassen und ein bisschen Freezing machen, bis der Preis sich refinanziert hat oder beziehungsweise wiederhergestellt hat. Ja, alles, was rauskommt, kommt ja Ultima raus. Man kann es in Ultima Pool oder in Booster Pool schicken oder. Es gibt ja Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es kein Ersatz da ist. Es gibt viele andere zusätzliche Perspektiven, die man nutzen kann, um extra Profite daraus zu ziehen. Nochmal, wir haben, und das ist leider Fakt und Wahrheit, wir haben fast ein Jahr über die Stränge geschlagen. Wir haben die Community mit Tokens zugeschmissen. Wir haben alles, was in der Company drin war, an Reserven ausgeschüttet auf den Markt, in die Community. Ja? Wir haben es nicht abverkauft oder sonst. Alles in die Pools gegeben, alles habt ihr verkonsumiert. Und für einen Zweck, dass die Community nicht sagt, dass das Company irgendwas einbehalten hat oder irgendwie den Markt dumpt oder. Wir haben nichts. Wir haben alles an euch abgegeben. Ja, also fast 100%ige Distribution. Also mehr als das kann ich nicht tun. Und jetzt müssen wir für Recht und Ordnung sorgen. Wir müssen die Balance herstellen. Wir müssen Status Quo wahren. Und wir müssen anfangen, endlich dafür sorgen, dass unser Halving funktioniert, dass unsere Hyperdeflation funktioniert und dass der Preis ordentlich nach oben geht. Das müssen wir. Ja, ich kann mit dem Preis nicht mehr leben. Ihr auch nicht. Schaut, der Preis ist zwar cool, weil Refinanzierung kommt ja aus den Pools und alle werden genügend ausgestattet, aber für die Außenwelt ist eine Katastrophe und das wollen wir definitiv jetzt durch die Ausbalancierung des Systems auch richtig nach oben jagen. Wenn man den Ultima Staking wieder Ultima Belohnung generiert, kann der Preis nicht steigen. Nee, das ist kein Staking. Das kommt einem nur so vor. Es kommen, in Ultima Pool sind nur 5 Millionen Splits. Und da kommen keine extra Tokens raus. Ja, die werden nur anders verteilt. Der mehr einfriert, bekommt einfach mehr. Und der andere wieder mehr einfriert, dann bekommt der andere wieder mehr. Ja, permanentes Wettbewerb. Deswegen, nichts kommt mehr auf den Markt. Ja, deswegen, Preis wird fliegen wie verrückt. Bitte nochmal kurz erklären, wie Ultima aus dem Farming in den Pool kommt und in welchem Zeitraum. Ganz einfach, man kann aus allen, ihr habt Ultimas im Dashboard. Von diesen Ultimas kann man jetzt nur den Split für den Farm- und Cashback-Pool kaufen. Und nur so kommen die Ultimas auf den Markt. Man kann sie nicht mehr auszahlen lassen, man kann sie nur für den Pool verbrauchen. Ja, dieser Pool ist extra für die Farmer und Leute mit dem Cashback. Und wie gesagt, wir machen diese Lösung bis zum März und dann schauen wir mal, wie das ankommt. Ich bin mir sicher, die wird ziemlich cool ankommen. Und wenn wir zusätzliche Lösungen brauchen, wie gesagt, wir können zusätzliche Lösungen generieren. Ihr habt ja gesehen, wir suchen nach Lösungen, wir liefern Lösungen. Es ist nicht so, dass wir starr sind und unflexibel. Aber wir müssen jetzt die Chance ergreifen, um richtig Gas zu geben und um richtig die Community zu akquirieren. Sonst dumpeln wir weiter vor uns hin und brauchen noch weitere 5 Jahre, um die Community aufzubauen. Ich möchte gerne mit 100 Millionen Nutzern arbeiten und weiter wachsen. Danke, danke. Kann man mit den roten Lizenzen den Leap Split 2 holen? Nein. Man hat rote Splits plus Leap 2.0. Man hat dann 2 Splits auf der Wallet. 2 rote. Und bekommt auch doppelt. Aus 2 Quellen. Aus 2 Pools. Ist ein Geschenk. Ist kein Ersatz. Ist ein Geschenk. Ist ein Extra. Sehr gut erklärt bei so vielen News weiter so. Danke, danke. Das Webinar war sehr gut. Danke, danke. Ja, also im Premium Pool anstatt 25 kommen ungefähr 2,5 Pools, 2,5 Ultimas pro Tag raus, so wie auch bei allen anderen. Es wird aber ausgeglichen durch die weniger Anzahl an Splits und wir können ja immer eine zusätzliche Lösung anbieten,
wenn das nicht ausreicht, beziehungsweise der Kunde kann ja durch den Rückkaufpool immer sich gegen Premiumpool entscheiden und aussteigen. Was wurde mit dem Ultima für den Premiumpool bezahlt? Sind alle den Rückkaufpool? Ja, genau. Also alle Coins, die für diese Promotion eingenommen worden sind, sind in dem Rückkaufpool zu 100%. Ja, also man kann es auch später nachvollziehen können. Also es wird wohl kaum eine andere Option, um das System zu optimieren, wie versprochen. Keine Abhängigkeit mehr von der Community. Es müssen Leute an Bord sein, welche wissen, um was es geht. Absolut, ja. Genau, man muss sich erstmal das ein paar Mal nochmal anschauen. Ja, danke, danke. Für alle deine Lösungen und mein Vertrauen in die Zukunft hast du. Danke, danke. Also ich lese, ja. Was macht der Kunde, der VIP-Lizenz gekauft hat und noch nicht gefüllt hat? Nochmal, die VIP-Pool-Lizenzen 2.0 werden auf die... nochmal, vergessen. Alle, die die roten Lizenzen haben, die haben sie ja bezahlt mit Ultima oder sonst wie. Auf diese Lizenzen, gefüllt oder nicht, bekommt man VIP Split 2.0 als Geschenk draufgebucht, wenn sie mit Ultima bezahlt worden sind. Ja, als Geschenk, gefüllt oder nicht. Die Lizenz ist wichtig, nicht die Füllung. So, die Ansprüche, die noch im System sind, werden alle, die sind ja entstanden durch die Cashback-Punkte. Die Cashback-Punkte werden zurückerstattet und damit kann man die Goldsplits kaufen. Ja, also das von den Vouchern-Systemen gehen wir weg. Leider können die Anbieter uns nicht in der Art und Weise beliefern. Geht nicht. Ja, also die meisten sind ja jetzt zurückgetreten von den Lieferungen. Ja, Geld. Davon will ich gar nicht sprechen. Ja, also da steht uns ein langer Kampf bevor. Okay, dann letzte Frage. Wird Smartcoin-Auszahlung morgen für eine Woche geöffnet? Ja, es ist alles veranlasst. Der Weg ist frei. Deswegen könnt ihr die Smarts auch auszahlen. Nutzt es aber nicht zum Verkaufen, sondern zum Einfrieren. Ihr braucht Energie und ihr braucht was ist denn das? Bandwidth, ja, Energie und Bandwidth. Weil, ganz wichtig, die Pools, die haben noch Tokens. Gold, Business, ja, die haben noch viele Tokens. Nutzt, ja, nutzt das Staking von Smart, um kostenfrei alles, was euch zusteht, zu entnehmen aus den Pools. Wartet nicht lange, einfach alles wegschöpfen. Nicht vergessen, die Erfahrung aus dem grünen Pool, wo der Pool plötzlich nicht mehr ausreichend Tokens hatte und man musste wirklich, man konnte dann nicht mehr diese Belohnung mitnehmen. Alles, was euch zusteht, nimmt es raus, klickt, wartet nicht noch, okay, ihr könnt noch ein paar Wochen warten oder so, oder am besten jeden Tag abholen. Kostet ja nichts. Durch Smart-Einfrierung habt ihr Energie und Bandwidth, da könnt ihr splitten, bis der Knopf blau wird. Kostet nichts. Nimmt einfach alles aus dem Pool, was da ist. Ja, weil ab dem 1. August kommen nur Beträge raus, die aus den roten Splits rauskommen. Ja, ab dem 1. August greift Status Quo und dann müssen wir uns umstellen. Das heißt, alle, die dann zu spät kommen und sagen, ich habe nicht gewusst, habe nicht verstanden, Die müssen einfach ihren Zähler auf Null setzen, ja, und einfach neue Wartezeit mitbringen. Deswegen einfach alles durchklicken, alles rausholen.
Wie viel muss man einfrieren, damit man keine Gebühren hat? Ja, muss ja ausrechnen. Friert einfach, weiß nicht, 10.000 Smarts, 20.000, 50.000 Smarts. Das ist ja nicht viel. Und dann geht er auf jeden Fall kein Risiko ein. Okay, ich danke euch für dieses Webinar, für eure Teilnahme und für eure Feedbacks. Die neue Zeit, der neue Zeitalter beginnt ab morgen. Wir werden den Markt absolut trocken. Mit dem Spiel werden wir Rekorden aufstellen. Wichtig ist, dass jeder hier maximal mitmacht. Vergisst einfach alles, was vielleicht nicht passt, ja, oder vielleicht in Frage gestellt wird oder so. Wir müssen uns jetzt auf die Community-Aufbau fokussieren. Hilft mit. Dann werden wir Ergebnisse liefern. Dann fliegt Ultima und bis Ende Dezember und Smart auch gleich mit. Ja, bis Ende Dezember habe ich gesagt, Ultima soll jeden glücklich machen. Aber dann müssen wir auch mitrudern. Wir können nicht einfach auf der Couch sitzen und abwarten, bis ein anderer uns alle glücklich macht. Wir müssen aktiv unserem Ultima helfen. Wenn Ultima uns glücklich machen soll, müssen wir dem Ultima helfen. So einfach ist das. Also findet eure Energie, findet eure Eingebung, eure Motivation. Vergisst über alle Einwände, vergisst alle Fragen. Einfach voll Gas geben, wenn der QR-Code kommt, wenn das Spiel kommt. Einfach alle rein einladen. Ist da komplett umsonst. Gibt es auch keine Unterwassersteine. Es wird phänomenal. Lasst uns die gesamte Kryptobranche einsaugen. Ihr werdet sehen, unser Spiel wird das krasseste sein auf dem Markt. Also lasst uns alle richtig Gas geben. Ciao, ciao.